Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, was muss ich jetzt hier was muss ich hier eingeben für die Map? So, ich werde es jetzt bezwingen. Ali und Mama. Und dann gib mal Zahlen. Zahlen, welche Zahlen? 3, 4, 1, 7, 5, 2, 8, 9, 6, 7, 4, 8. Hast du mich verarscht? Nö. Nein. Mission Impossible. Hast du mit Controller gespielt oder mit Maus-Tastatur? Maus-Tastatur spiele ich. Boah, die letzte Dings ist so hart, Digga. Free Cash. So, ich hol mir das jetzt. Ich muss privat einstellen. Wie kann ich privat einstellen? Start Game? Okay, Start Game. Okay. Komm hier rein. Das ist die Map? Okay, Level 1. Ja, ja. Ah, warte, hier ist Checkpoint direkt. Warte mal. Du musst, für Checkpoint musst du deine zweite Waffe im Inventar nehmen. Oder warte mal. Und dann auf die Safe werfen. Und dann steht, you reach the Checkpoint, dann ist das gedingt. Das ist ja entspannt. Hier ist Monte sein Gaming-Raum. Gönn ich auch so sein Chat und so, ne? Voll krass. Warum, das ist eine Gurke. Ist eine Gurke, Digga? Das ist eine Gurke. Okay, und jetzt? Hier ist Steely und Kylo im Chat. Wie geht's weiter? Komm mal durch. Ja. Bin tot? Ah, ne. Bin tot? Lobby respawn. Hä, wieso hatte ich den Checkpoint nicht? Ich jetzt. Sag doch, du musst richtig gegenwerfen, dass da unten dieses Ding steht. Kann ich auch. Digga. Ich kann nicht bearbeiten. Digga, du warst zu schnell, Robert, du Arsch. Wirklich? Ich spiel einen auf. Das macht die Sicherheit so. Was ist das? Weiß nicht. Ich hab ein Gunnergy, you called a Gunnergy und jetzt? Warte mal. Ja, nach links. Stark. Und jetzt ist Level 2. Ah ne, noch nicht. Du musst hier rüber und jetzt springen auf den Dingern. Oh. Okay, hat geklappt. Danke, Rohat. Viel Spaß, Jungs, ja? Ich spiel einen auf. Ich hab's geschafft. Wo ist denn der Checkpoint? Pass auf, hier. Das ist Level 2. Wo ist der Checkpoint? Achso, da oben. Du musst dagegen werfen. Steht da, you reach a Checkpoint? Ja. Ja, okay, dann hast du den Checkpoint. Bruder, war schon schwierig, Alter. Ich hing 8 Stunden ernst, ne? Da ist Kylo. 8 Stunden? Wie lange bin ich schon live, Chat? 9,5 Stunden bin ich schon live, Digga, und zock diese Map. Und einmal hast du es geschafft? Einmal hab ich es geschafft. Einmal hab ich es gepackt. Oh. Aber beim zweiten Mal war ich bei. Es gibt insgesamt 7 Level und das ist hier Level 2, weißt du? Spannende Abkürzung. Ach du Scheiße. Aber ist das Ende ein bisschen buggy? Weil irgendeine Leute haben geschrieben, das ist ein bisschen buggt. Nee, eigentlich nicht. Muss ich jetzt nochmal den Checkpoint hier abwerfen? Nee, du hast ihn die ganze Zeit an. Ey Jungs, darf ich natürlich also, Unterstützung im E-Girl in Discord holen? Also, ich darf jetzt nicht. Ich werde nie wieder Level 1 spielen. Ja, yeah, kannst du doch, aber du kannst du machen, aber du hast Checkpoint halt. Ja, aber ich kann nicht runter. Hol Eager. Bei Only Up kannst du ja komplett runtergehen. Ja, runterfallen. Genau. Das geht hier nicht. Aber zum Beispiel Level 7, da hänge ich alleine bei Level 7 hänge ich gefühlt. Wie lange hänge ich bei Level 7, Chat? Locker. Oh. Ich sag so, wie lange hänge ich Level 7? So 4 Stunden. 3-4 Stunden so? Ich bin Jump and Run Spieler. Ich geh mal zu Level 7, ja? Wie, du gehst zu Level 7? Wie? Ja, wenn man Level 7 schon mal war, kannst du zu jedem Level einzeln hingehen. So, und das üben halt für Speedrun. Bibas hat 4 Stunden gebraucht. 4 Stunden hat Bibas gebraucht. Hier muss man ein bisschen chillen. Kann ich gegen den Keks hier springen? Ja, ja. Musti hatte ernst Angst, den nach dem Foto zu fragen, ne? Ja. Aber hatte ich auch mal. Oh, Luca, Doktore. Oder Motor Job 93 Rating, ja. Ey, habt ihr heute Garnachos Fahrradzähl gesehen? Ja. Junge, einfach ich, Bruder, ich bin Level 3, hä? Ich schaff das locker. Ja, safe. Das ist easy, Bro. Okay. Das schnellste war 14 Minuten. Ja, tschüss. No, das hier ist gerade nur ein bisschen Training. Ich werde es morgen selbst schaffen. Morgen früh bin ich ja live. Aber ich merke, das hier ist schon schwieriger hier. Oh mein Gott. Boah, ich habe heute Bestellung abgegeben.
Mann, Digga, ich komm da nicht rüber, Mann. Und es ist ganz früh und deswegen gehe ich am Mond. Also deswegen stream ich da. Ach, ich schwör's, das geht nicht. Ja, Minke, da rum. Yo, was geht, Jungs? Yo, was geht? Moin, moin, moin. Moin, Jungs. Hab ich gehört, hier gibt's schnelle 100 Subs zu verdienen, Eli, oder was? Ja, ich schaff das, ich werd's schaffen. Digga, dieses Nutten-Eis bricht mich jetzt schon. Ich sprinte doch wie so ein Wichser. Also, ich sag dir ehrlich, Eli. Ich weiß nicht, Rohat, wie würdest du Eli einschätzen da bei der Map? Deine ehrliche Einschätzung? Boah, der ist schon gut bei sowas, Digga. Ich sag ehrlich. Der war ja. Der Boni ab im ersten Tag auch direkt gepackt. Ja. Aber ist er besser in solchen Sachen, wie du es bist? Nein. Also eher so ein 10-12-Stunden-Ding, bis er fertig ist. Boah, 10-12 ist viel. Boah, hat 8-9 Stunden gebraucht. Weiß man halt schon alles, ne? Ich habe halt früh angefangen und jetzt weiß jeder schon so Sachen. Sieht sehr gut aus. Ich sag so, der braucht auch so 8 Stunden, sag ich. Also ich sage, das hier ist ja gerade ein bisschen Training. Ich werde das Ganze hier morgen in Angriff nehmen. Ich sage, ich brauche so 7-8. Ja, also du bist auf jeden Fall ein guter Gamer, aber es wird Passagen geben, wo du an deinem Verstand zweifeln wirst. Ja, aber ja, gibt's, ja. Muss man Bugs abusen, oder? Nee, Bugs sind größtenteils, also... Ach dieses! Nee. Also es gibt eigentlich so gut wie keine Bugs, also keine Bugs, die jetzt irgendwie... dich irgendwie wie bei OnlyUp oder so 5 Etagen direkt höher schießen könnte. Weißt du, wie ich meine? Bro, ich werde das doch nicht schaffen, sag ich ehrlich. Hast du nicht geschafft? Ja, ich sag, du wirst heute weiterkommen, als Mundi hier weitergekommen ist. Was war das höchste Level von dir? Bin heute Johann, und dann war Server-Neustart, leider. Ich war kurz vorm 4. Level. Und ich bin gerade 2, ne, Chat? Ja, aber ich sag dir ehrlich, das 3. Level wird brechen. Also das 3. Level hat viel, viel, viel Trigger-Potenzial. Also für mich, ne? Also 3 ist schon Katastrophe, aber du bist auch prinzipiell erstens jünger, Eli, und zweitens natürlich auch einfach ein besserer Gamer. Ich bin nicht bekannt geworden durch gutes Gameplay, Digga. Ich bin bekannt geworden durch Scheiße sabbeln und Alzheimer und Sprechfehler. Okay, ich werde jetzt mich konzentrieren. Ich mache jetzt ganz... Ist das schon 3? Bei mir stand eigentlich... Nee, Level 2. Das ist 2, weil ich hatte aber... Das ist Level 2. Nee. Das erste ist das Lava-Level, das zweite ist die Ice-Map, die du da gerade spielst. Es ist wirklich nur Level 4, Digga. Real Talk. Ich war gerade in 25 Minuten bis Level 6. Aber es ist Level 7 knallt rein. Level 7, meine ich. Und Level 3, Digi. Überleg mal, dieses Only-Up, dieses alte F4-mäßige mit dem Wallrun und den ganzen Kram drum und dran. Das ist schon. Und wie gesagt, ursprünglich war eigentlich geplant, dass man gar nicht jedes Level einzeln spielen kann, wenn man es geschafft hat. Plus, jede Map hatte nur am Anfang einen Spawn und nicht noch mittendrin. Wir haben in jedem noch einen Spawn extra reingemacht. Das wäre ehrenlos. Ja. Das ist verkehrt, wie du das machst, Eli. Mann, wie soll das denn gehen? Du musst nicht auf den ersten Stein springen, sondern auf den zweiten. Der erste, auf den du springst, von dem kannst du nicht auf den anderen. Also es ist verwirrt. Man muss direkt auf den zweiten. Ja, genau, richtig, ja. Das ist ja geisteskrank. Oh. Ach du Scheiße. Mann! Oh! So, jetzt hier Meter machen. Welcher Streamer hat es als erstes geschafft? Kato, oder? Oder Kato? Wie heißt er? Kato ist ein Grinder. Der Fortnite. Ja, genau. Der hat die Map heute als erstes geschafft. Ich glaube, wie heißt er nochmal? Stan? Stan, ja. Hey Stan hat das als erstes geschafft. Als zweites Kato, dann... Ach, ich weiß nicht, Mann, scheiß drauf. Ja, so in die Richtung, genau. Ja, genau, so. Wo ist eigentlich Sidney, der Schwanz? Der war doch auch vorhin hier drin. Ja. Ist so. Ja, ich versuche gerade, meinen Esther zu machen. Digga, kannst du bitte meinen Namen lernen, Monte? Sidney. Sidney. Aber was ist daran so verkehrt? Wo ist ein I hinten bei meinem Namen? Sag mal Sidney. Sidney. Hey. Ja, aber Sidney. Sidney vielleicht besser, Digga. Nee. Oh, ich finde auch passt, Digga. Marcel. Ich finde, Sidney hört sich viel attraktiver an, Digga. Bei Sidney denke ich einfach an einen durchtrainierten Mann mit einem riesen Schwanz. Ja, Sidney denke ich an so einen Banker. Ja, sehr gut. Okay, dann nehme ich Sidney. Wie war das Box-Event gestern überhaupt? Ich war nicht da. Ey, man kann da nicht raufspringen! Doch, kannst du. So, stimmt, ihr wart alle nicht da, ne? Fast. So, wie viel Kohle macht man jetzt damit? Kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Alter, noch nicht.
Ich weiß es nicht, Eli. Ich kann es dir nicht sagen, Digga. Ich habe ja selber noch nie eine Map gemacht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich dachte, das mit Stil war auch so. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Aber so war richtig, ne? Ich habe gezockt immer auf Stream mit meinen Jungs. Was meinst du mit Stil? Speedrun. Auch so Parkour. Von uns? Ja. Welchen meinst du? Ach so, den, ach so, on the road again, das Ding meinst du? Ja, on the road again. Wow. Ja, da hat man aber auch kein Geld damit verdient, ne? Das war ja nur so ein Just for Fun Projekt. Das hat jeder gezockt, also. Ja, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, ja, safe. Boah. Eli, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ich kann dir gerne, wenn du möchtest, irgendwie, wenn ich hier mein Update habe, kann ich dir das sagen. Also man hört gerüchtemäßig, diese Only Up Jungs, die Map rausgebracht haben, die hatten aber auch zum Top Peak so 100.000 Player, haben auf jeden Fall also Millionen über Millionen damit verdient, ja. Aber das ist krass. Aber die hatten halt auch über Monate gefühlt oder über Wochen 30.000, 40.000 Player. Aber ne? womit verdient man denn da Kohle? Ich check's nicht. Epic Games belohnt dich damit, dass du durch deine Map oder dass du diese Map bekannt machst mit deiner Reichweite, dass Epic Games belohnt dich damit, dass du Spieler in dem Spiel hältst. Das ist eigentlich das Geile, weil am Ende, du bist ja auch Unternehmer, am Ende lieferst du, also heute, sag ich dir ehrlich, habe ich auch im Stream gesagt, heute war es so ein geiles Gefühl, du bringst so eine Map raus, egal ob du sie selber baust oder nicht, ich hab jetzt für die Map insgesamt Kosten so 70.000 Euro mit Preisgeld eingerechnet. Was haben wir denn dafür? Achso, mit Preisgeld. Ja, mit Preisgeld. Und du bringst so eine Map raus und auf einmal, und du weißt ja, Content-Loch jetzt aktuell so ein bisschen, gut, Fortnite hat uns alle auch ein bisschen gerettet, aber ansonsten ist der Content momentan mau. Und du siehst alle zocken, die Zuschauer haben Spaß, es kommen geile Clips bei rum, geile Videos und am Ende verdienst du damit auch noch Cash. So, es ist, besser geht's gefühlt nicht, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Aber ich check's nicht, wie das. Ach du Scheiße, Mann! Wie das monetarisiert wird, das interessiert mich. Guck mal, bei pro Klick, pro Player, pro was pro ist, Player und wie lange er drauf bleibt, glaube ich. Also es spielt auch schon eine Rolle, wie lange der Spieler im Durchschnitt Zeit auf deiner Map verbringt. Wenn du eine Map rausbringst und jeder Spieler ist eine Minute drauf, wird es wahrscheinlich schlechter bezahlt, als wenn ein Spieler 20 Minuten drauf verbringt, ne? Big Beer, danke für den Sub. Ja, und wenn der zum Beispiel rausgeht aus der Map und sich irgendwelche Skins kauft oder so, dann wird das, glaube ich, auch noch so mit reingezählt. Mhm. Es gibt so eine Statistikseite und da steht auf der Statistikseite, dass Monty bis jetzt 15 bis 20k verdient hat. Wirklich? Ich kenne die Statistikseite nicht, weiß ich nicht, aber ja, kann sein. Oh, es schmeckt. Ja, schöner Schenefeldabend, sage ich. Digga, aber Epic macht es gut, dass sie so, wie heißt's? Creator belohnt. Ja, genau. Hundertprozentig. Die Creator belohnt. Bruder, fahr mal EA, Sports. Bro, EA hätte einfach nur einen Supported Creator Code mäßig reinbringen sollen. So, weißt du, wie ich meine? Was meinst du, wie viele Arschgeigen dann auf einmal angefangen hätten, FIFA zu streamen, die vorher das Spiel kritisiert hätten? Ja. Wenn du pro Pack 5% abbekommen hättest, dann hätte Eli sich jetzt gefühlt einen zweiten Urus geholt und ich auch. Also Digga, überleg mal einfach. Das wird, ach, Digga, ich will da gar nicht drüber nachdenken, das wäre so großes Geld. Oder also in FIFA, ein Creator Code. Wie zum Fick komme ich denn da hoch? Hochspringen mit Anlauf. Drin. Ich sage, ich stürze in den Tod. Ah, okay. Gleich wird er sterben, das weiß ich. An der Stelle rechts an dem Stein wird er gleich sterben. Krass. Hier wahrscheinlich nicht rüber. Ah, gibt zwei Optionen. Warte mal. Dann wird er sterben. Ah, kann sein, dass er sterben werde. Es hat irgendwas, aber. Ah, okay. Das ist nur Level 4, glaube ich. Ein Gamer? Ja, das ist Level 4. So. Ist hier ein Checkpoint? Sieht mir für Checkpoint aus. Also hier weiß ich schon, was ich machen muss. Ich weiß nur nicht ganz genau, wie soll das funktionieren? Einfach machen, sag ich. Warte. Ach, fickt euch. Die Antwort! Du hattest gefragt, warum die arbeiten gehen. Einer hat geschrieben, damit ich nicht bei meiner Frau zu Hause bin. Digga, der Call ist gut, ey. Den schild ich aber auf andere Art und Weise, Digga. Aber das war richtig, wie ich es gemacht hat, oder, Chat? So, ey, Männers, ich geh ins Bett. Ich werde noch ein bisschen chillen, Serie gucken. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir hören uns morgen. Au, ey, bis morgen. Gute Nacht, viel Spaß. Ciao, ciao. Yo. Hier jetzt nicht springen? Seit 10 Stunden, Bruder, das war's doch. Ich muss doch springen.
Nee, lol. Sieht mir jetzt für Level 3 aus. Bam! Level 3. Oh. Wo ist der Checkpoint? Chat, bin ich blind oder gibt's hier keinen? Shifty. Ehrenbruder Shifty. Bruder, hier muss es doch irgendwo eingehen, bevor es weitergeht. Hey! Oh Gott. Mann! Hast du mir dein Lieblingsessensvideo geschickt, Jello? Ja. Okay. Was ist denn das hier? Komm jetzt. Easy. Boah, da kann ich mich nicht hochziehen? Ohne ziehen, ohne sprinten. Okay, Jello. Du bleibst doch online, ne? Ein bisschen. No sprinting, no mentaling. Oldschool Parkour Zone. Boah, da muss man glaube ich sprinten kurz. Hä, nee, soll man ja nicht. Da muss ich auf den rechten. Bruder, wie soll das denn gehen? Mann, ich kann von dem einen nicht darüber springen. Wie soll die Scheiße denn gehen? Oh, es bricht mich so sehr gerade. Es bricht mich so sehr. Man will immer so schnell. Okay, jetzt mache ich ganz langsam. Oh, genau. Das wird auch so krampfhaft sein, wieder mit bezahlen, ne? Nummer des Auftrags. Wo krieg ich den immer her? Expirus. Expirus. Was heißt das? Expires, man, läuft ab. Okay. Also funktioniert der noch. Ich da mache. Ja. Do not enter. Alles. Okay, dann drücke ich den mal jetzt, oder? Ich werde den noch mal bei dir drucken. Wir müssen es ja ausdrucken. Nein. Departed. Mann, auf jeden Fall war sein Arsch schwarz, Digga. Bro, was willst du mehr von uns jetzt? Wäre sein Arsch weiß gewesen, weiß ich nicht, ob ich da rausgekommen wäre. Ja, gut, nicht gerettet. Sein Arsch auf jeden Fall schwarz. Boxer Gamma Wave. Ich weiß noch, letztes Jahr wurde ich auch voll ausgefragt und da hat Willi mir geholfen. Die wollte auch alles wissen. Eine bekommen, Bruder, die hatte sein runtergeschickt bei dir. Boah, Digga, kann sein, am Morgen irgendwie ein Hund wurde irgendwie geschlagen oder sowas. Ey, wie komme ich denn hier weiter? Ja, du musst da durch diese Dinger, ja. Was sagt das eine abbekommen, ich habe noch nie gesehen, wie mad sie war. Ich wollte dir die Adresse zeigen oder so, bei Handy, sie sagt, geh runter. Ich dachte, ich werde auch. Digga, gibt's ja auch mal wieder einen scheiß Checkpoint? Walking? Nicht jumpen. Du musst durch. Ich muss laufen. Ja, an der Wand laufen. Nicht ganz hoch. Wie stellt er sich das denn vor, Digga, wenn ich da zum ersten Mal da dran stehe, hä? Oh, jetzt spawn ich wieder hier zum ersten Mal, ist das krank. Oh, wie stellt er sich das denn da vor, wie ich da... Walking, not jumping, ja nice, Digga. Kannst links übers Wasser wegen Spawnschutz? Ja, eben kannst du mich auch irgendwie da reinbringen? Ja, wie geil! Ah. Nee, warte mal. Wie geht das jetzt? Wie kriege ich das organisiert? Was wollen die jetzt von mir hier? Sind wir ein runter, Eddie, oder? Nö, lass doch hier bleiben. Hä, warum? Warte, ich hab. Du musst. Guck mal. Achso, nö. Du musst. Ich mach dir das vor, ich komm rein. Alles dauert zu lange. Aber wenn du. Geh mal schon mal an die Wand. Ich dachte, du redest mit mir, Mann. Ja, geh mal schon mal an die Wand. Ja. Aber nicht zu hoch. Was machst du? Am Ende spring. Das war's.
Digga, aber auch sprinten an der Wand. Dieses Holzding macht mich doch fertig, was dann kommt. Dieses Eiserne. Nein, du musst dieses Eiserne hinterherrennen. Weißt du, wenn das so gerade dann links, musst du eben hinterher. Holzschwelle? Hausfrau, Hausmann. Okay, sag ich doch. Hausmeister. Terry. Management Occupation. Oh. Du kannst sprinten an der Wand, Bruder. Ich kann da sprinten? Mann, Bruder, unsere Ärsche kommen so nicht nach Kanada, Digga. Eine ITA muss ich beantragen? Ja. Bruder, das soll, kann nicht Dennis Schröder uns helfen oder so? Maybe. Werden abgewiesen. Egal, fliegen wir weiter nach New York. Aber das können. Ja. Mann, ey. Unser Arsch landet nicht in Kanada, Digga. Digga, eure Ärsche landen wirklich nicht in Kanada. Die landen überall, aber nicht in Kanada, Digga. Oh, ich zahle jetzt hier irgendwas. 7 kanadische Dollar. Nee. Ich hab da so ein schlechtes Ding ausgefüllt. Warum bin ich hier, Bruder? Aber können wir das nicht auch in L.A. machen? Ja, also ich weiß nicht, wie lange das dauert. Dachte L.A., ja, aber die gehen noch weiter, dann die bleiben noch eine Woche länger in Kanada. Niemals waren wir in Kanada. Ich werde am Flughafen gepackt, direkt. 20 Minuten gefühlt, weil man kann da nicht mehr hinfliegen. Chicago? Chicago wäre auch krank. Was, die gehen hier? Ich war schon in Chicago. Ist gefährlich, Chicago? Du kannst da unten in die Kuhle. Ja, schon. So, Mini New York einfach. Hab ihn aufgespielt. Oh, hier sieht's gechillt aus. Ja, das ist easy, das ist richtig easy. Und dann bist du direkt bei Level 4. Du weißt nicht. Ja, okay, wie willst du das denn schaffen? Wie soll man das denn packen? Wie soll man das denn packen, hä? Wie zum F*** soll man das denn da packen? Yes. Man muss dann stehen bleiben, ne? Stehen bleiben, ja, ne? Oh, mit meiner Sahne! Mit meinem Sahnekopf da oben rangekommen. Und welches Level ist das? Das ist hier Level 4 oder so gerade. Und ich merke immer, wie ungeduldiger man wird. Ich auch, was dein Gott. Ey, Rod! Zeigst du. Kannst du die Gasmaske einmal vorführen? Nein, Digga. Nicht aus dem Osten. Eli und so. Eli und so? Oder die Gasmaske war. Bei mir hat die. Das war. Aber es war nicht so. War nicht so hart. Was ist das für ein Video? Warte mal, ey, nee, da vorne. Ja, siehst du diese große Lücke? Da muss ich sprinten und sprinten. Ja, oder so. Stark, Jello. Was geht denn hier? Boah! Da links ist Checkpoint, siehst du? Ein aufgespürt. Was ist jetzt hier, Level 4? Welches Level bin ich? Das ist Level 4. Das ist ja wie aus Folge, hier, Alter 4. Scheiße. Ach du Scheiße, ist das. Das ist ja. Ach, hier ist ohne Sprinten? Oh mein Gott. Du kannst eigentlich loslassen direkt. Man kann sich ja dann auch nicht hochziehen, so. Hä? Auf was muss ich rauf, Bruder? Ich check's nicht. Du warst schon richtig da. Ich muss auf die Dinger hier rauf, ne? Auf das hier. Auf das und dann weiter. Ja. Digga, dieses Video geisteskrank. Immer da mein Bandscreenshot. Sorry. Ich werd's morgen safe schaffen. Warum hat denn der ein Handy? Der hat meinen Fortnite-Spieler. Ja, du spielst WL heute. Hab ich schon. Was geht denn jetzt hier eigentlich? Okay. Och nein, das ist wirklich wie ein Dings, jetzt komm ich. Ich wusste es. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Digga, ist das krank, ne? Ist
das? Das ist das schlimmste Level hier? Was denn? Was ist schlimm? 7? Also 7 fickt wirklich Arsch. 7 ist wirklich krank. Ist aber auch das letzte. Ja, ist das letzte, aber ist wirklich so... Digga, da ist einfach bei 7 ist so der erste Sprung. Mystery, danke für 5. Den schaffst du so 1 von 20 Mal. Der allererste Sprung. Ja. Ah, da hoch, genau. Ja, da war ich doch schon, Mann. Und dann kommt dieser... Ah, hier geduckt. Ja, genau, durch. Und jetzt hier runter. Wie runter? Auf das Ding hier? Ja, genau. Wenn das so Dings, aber du geduckt drauf. Bis wohin? Bis da vorne und dann kannst du wieder rauf. Manfred, Melina, der hat einen Chicken Wing geklaut, Melina. Melina, Diego hat einen Chicken Wing. Ah, jetzt musst du da drüber, aber musst du gucken, wie wegen diesem Windrad-Ding, ne? Ich hab Gönnergy bekommen. Digga, wie schlecht. Warum springst du nicht? Ich konnte nicht sprinten, ich dachte, es ist mit Sprinten. Mann, Digga, wie kann man so ein Kater sein? Ne. Ich hab's geschafft! Fick mein Leben. So, Spiel schließen, Fortnite schließen. 2 Uhr morgens, ich bin in 9 Stunden wieder online. In 9 Stunden wieder Live-Chat. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für den geilen Stream.